Herzlich willkommen, Dr. Dirk Walliser. Ich grüße Sie. Sie haben jetzt schon viele neue Technologien erwähnt. Was meinen Sie, wie wird sich das Technologiespektrum in Summe bei ZF verändern? Wir haben ja in unserer Strategie Next Generation Mobility 4 große Technologiedomänen festgelegt. Einmal natürlich die bekannten Vehicle Motion Control, das gesamte Chassis, Integrated Safety, Electromobility und Autonomous Driving. Und über das Ganze legen wir immer mehr technologische Führerschaft bei Digitalisierung, KI, also neuen Methoden drauf. Und in diesen Technologiefeldern investieren wir. Es ist aber auch wichtig zu sagen, was man nicht tut. Wir werden deswegen auch keine Body-Elektronik machen. Oder wir haben auch gesagt, in Batteriezellen engagieren wir uns nicht, weil die Investition uns defokussieren und ablenken würde von den eigentlichen Produktschwerpunkten. Ja, also Stichwort Engagement. Sie haben auch Digitalisierung erwähnt. Datenbasierte Geschäftsmodelle, Software-Geschäftsmodelle spielen auch eine immer größere Rolle in der Automobilbranche. Wie ist da die Strategie von ZF? Wird ZF auch zukünftig ein Software-Lieferant? Ein ganz klares Ja. Die zukünftigen Architekturen in den nächsten 10 Jahren, ich spreche noch nicht von nächsten, aber in den nächsten 10 Jahren, werden viel stärker aussehen wie Standardrechner, wie PCs oder Rechenzentren oder Clouds, auf denen Funktionen realisiert werden. Und darauf müssen wir uns einstellen. Wir wollen unsere Komponenten weiterverkaufen, aber sie ganz stark veredeln mit Systemsoftware-Komponenten, die dann die Kombination für die OEMs und vor allem auch für neue OEMs sehr attraktiv machen. Um die neuen Technologien entwickeln zu können, ist ja auch wichtig, dass man die richtigen Talente an Bord hat. Aber ZF steht da auch im Wettbewerb mit den etablierten Automobilherstellern, mit Tech-Konzernen, Google, Apple und Co. Was hat ZF da anzubieten, um attraktiv zu sein für die Talente, die man braucht? Ja, zum einen hat ZF eine unglaublich starke Technologiemarke. ZF steht für Leading Edge Technologie in einigen Bereichen. Natürlich im Getriebe allen voran, aber auch im Bereich der Elektronik. Das hilft zum einen. Zum anderen durch diese klare Ausrichtung Next Generation Mobility, wo wir uns aufs autonome Fahren proaktiv einstellen, wo wir sagen, wir wollen CO2 reduzieren, werden deswegen auch in die elektrischen Antriebe, Elektromobilität investieren, haben wir natürlich ein Angebot an Aufgaben und auch ein Umfeld, das sehr attraktiv und begeisternd ist. Das spüren wir auch, wenn wir Bewerbungsgespräche führen. Die Mitarbeiter kommen und sagen, ich hätte nie gedacht, was ihr alles tut, welche Technologien ihr macht. Deswegen bekommen wir auch Talent, die sonst zu einem Startup oder einem Softwareunternehmen gehen würden. Also da sind wir mit unserer Heritage und mit unserem Plan perfekt aufgestellt. Ja, also technologisch gut aufgestellt, als Arbeitgeber gut aufgestellt. Herr Dr. Walliser, vielen Dank für die Einblicke. Und jetzt würde ich sagen, genießen wir noch ein bisschen die schöne Aussicht über Frankfurt. Ja, wunderbar. Vielen Dank.